Chef on Air. Und heute haben wir sogar Chefs im Doppelpack bei uns zu Gast. Und ihr stellt euch einfach mal vor, wer seid ihr denn? Warte, wer bist du? Hallo, mein Name ist Christian Hensler. Ich bin Trainer und Coach und Mitgründer der NewWorks GmbH. Und dann musst du der Bjarne sein. Ganz genau. Ich bin der Bjarne Wosnitzer, ebenfalls Gründer und Geschäftsführer der NewWorks GmbH. Und wer oder was NewWorks ist, was genau macht ihr? Kann man das in so zwei, drei dürren Sätzen mal kurz anreißen? Ja, natürlich. NewWorks, neue Arbeit. Wir denken neu, leben Agilität und Kommunikation. Chef on Air heute mit gleich Doppelpack. Zwei Chefs, und zwar mit Bjarne Wosnitzer und Christian Hensler, haben gerade schon gesagt, sind Geschäftsführer von NewWorks. Also neue Arbeit. Fangen wir mal mit den alten Stories von NewWorks an. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Wie fing das an und wann war das? Wie ging das los bei euch? Ich habe 2015 meine Ausbildung begonnen zum Hotelfachmann in Trier. Und et voilà, Christian Hensler war mein Ausbilder damals. Aha. Heißt, ich durfte unter ihm lernen. Und seitdem sind wir auch im Doppelpack unterwegs, haben in Frankfurt zusammen in einem Hotel gearbeitet und jetzt zum Jahresstart gemeinsam gegründet. Und was hast du gelernt bei ihm? Hotelfachmann und noch ganz viel mehr. Da lacht er. Was hast du denn ihm so beigebracht, dass er quasi an dir kleben geblieben ist? Ich denke, das Wichtigste war, dass er ein gesundes Selbstbewusstsein entwickelt hat. Und gelernt hat, dass er alles erreichen kann, und wir haben einige Limitierungen aufgehoben, und er hat mir immer an den Lippen gehangen und wollte seine kommunikativen Fähigkeiten ausbauen, und insofern, das war, denke ich, noch wichtiger als das Fachliche, was er aus der Ausbildung mitgenommen hat. Bist du noch Ausbilder aktiv oder hast du es dann irgendwann sein gelassen? Nicht mehr. Ich bin ja auch nicht mehr in der Hotellerie. Insofern übe ich das nicht mehr aus, aber bis vor 3 Jahren war ich noch Ausbilder, genau. Jetzt genau das, der Umstieg von, also NewWorks hört sich ja erstmal nicht nach Hotellerie an, sondern dieser Umstieg auf das, was er jetzt tut. Wie kam der? Wart ihr da schon zusammen oder wer hatte die Idee gehabt zu was? Mhm. Also ich habe 2017 hier in Frankfurt ein Hotel eröffnet und habe das mit einem NewWork-Ansatz geführt. Und Bjarne hat dort auch gearbeitet und diesen Ansatz dort auch kennengelernt. Und ich war damals schon Trainer und auch Coach nebenberuflich und bin dann im Zuge der Corona-Pandemie in die Selbstständigkeit gegangen und habe mir diesen ja lang gehegten Traum erfüllt. Mhm. Und Bjarne ist öfter auch zu Workshops mal mitgekommen und hat irgendwann den Wunsch geäußert, ich möchte auch Trainer werden und Coach werden, und hat auch eine Coach-Ausbildung gemacht und eine Trainerausbildung und weitere Weiterbildungen, und so kam dann irgendwann die gemeinsame Idee, jetzt gründen wir zusammen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Dann fragen wir doch Bjarne mal, wie war das jetzt? Was war der Ansatz, der dir so gefallen hat, dass du gesagt hast, Mensch, da sehe ich was Sinnvolles im Leben drin, da möchte ich mitmachen auf jeden Fall. Was ist das Spannende an dem, was ihr tut? Ja, also damals mit 16, 17 Jahren waren die spannenden Berührungspunkte, dass es Themen waren, mit denen sich sonst kein Gleichaltriger befasst hat. Also es ging um Lesen von Fußstellungen, der Mini-Mimik-Resonanz, Augenzugangsbewegung und kommunikativ einfach wirksam sein. Und in meinem Alter hat das niemand gemacht, und es war für mich mega spannend, auf diesem Themenfeld präsent zu sein. Und das waren so die ersten, wie gesagt, Berührungspunkte. Dieses wirksame Sprechen, was mich dann dazu getrieben hat, mit den Themen weiterzuarbeiten. Jetzt hat Christian gerade ja schon gesagt, das war sozusagen der Einstieg in die Veränderung, also auch weg von der Hotellerie, obwohl er im Hotel ja schon mit dem neuen Ansatz gearbeitet hat. Was ist denn euer Ansatz? Da darf der Lehrer wieder dran. Das ist übrigens mittlerweile auch anders. Also Bjarne bringt mir auch Dinge bei aus dem agilen Umfeld. Und wir betreiben Reverse Mentoring. Also ich lerne ganz viel von Bjarne auch. In dieser Rolle sind wir nicht mehr. Das ganz klar ist, der eine ist Lehrer oder Schüler. Das ist nicht mehr so. Jetzt muss ich mal abseits von deiner Trainerfunktion fragen. Ist das nicht eigentlich was vielen verloren gegangen ist, dass man, wenn man aufmerksam ist, dass man eigentlich immer voneinander lernen können sollte? Absolut richtig. Viele Führungskräfte glauben, dass sie zu allem ein Wissen haben müssen und zu allem eine Antwort haben müssen. Und es ist viel hilfreicher, den Mitarbeitenden gute Fragen zu stellen, sie in die Selbstreflexion zu bringen und auch in die Selbstlösung zu bringen. Das stärkt
enorm das Selbstvertrauen der Mitarbeitenden. Sie werden selbstständiger, entlasten letzten Endes dann auch die Führungskräfte. Und wenn wir keine Angst mehr haben, dass sich die Mitarbeitenden zu gut oder zu schnell weiterentwickeln, dann ist das auch gut möglich, ihnen diese Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu geben und mit einem coachenden Ansatz zu führen. Und das ist auch unser Verständnis von guter Führung. Die Lösung liegt im Mitarbeitenden. Wir unterstützen Führungskräfte darin, ihre kommunikativen Fähigkeiten auszubauen, gute Gespräche mit ihren Mitarbeitenden zu führen und auch ihrer Führungsaufgabe gerecht zu werden. Chef on Air. Heute mit zwei Chefs, mit Bjarne Wosnitzer und Christian Hensler, die beide Geschäftsführung bei New Works sind. Schweres Wort, New Works, aber steckt auch eine Menge drin, wie wir gerade schon gehört haben. Wir haben gerade angefangen, darüber zu sprechen, was euch ausmacht. Anders sein. Muss man heute anders sein? Wenn ja, wie? Anders ist gar nicht der Punkt. Es geht darum, authentisch zu sein. Okay. Und wir haben ja Kunden mit unterschiedlichen Problemstellungen oder Anlässen, uns zu kontaktieren. Was sind denn die Probleme, weswegen man New Works kontaktieren könnte? Ja. Also ein Anlass kann zum Beispiel sein, dass ich nicht mehr genug Bewerber finde. Oh ja, gern genommen, glaube ich, heute, ne? Ist allgegenwärtig. Und um gute Chancen zu haben, brauche ich eine authentische Arbeitgebermarke. Mhm. Und die gilt es zu definieren. Wir machen das in partizipativen Prozessen. Das heißt, wir binden Mitarbeitende aus der Organisation mit ein, aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und das heißt, ihr geht da auch hin und guckt euch den Laden überhaupt erstmal an. Ja, genau. Wir machen erstmal eine Analyse, wo steht ihr? Gehen dann dorthin, eine Arbeitgebermarke zu kreieren, die sehr authentisch ist und auch sich gut abhebt von anderen Arbeitgebern aus der Branche. Das heißt, wir recherchieren auch immer die Branche, in der wir tätig sind, wie die Mitbewerber aufgestellt sind und finden eine sehr spitze Positionierung. Und damit fällt es dann viel leichter, authentische Texte auch auf einer Karriereseite zu haben, in Stellenanzeigen zu haben und auch nach außen dann in Social Media zum Beispiel aufzutreten, ist viel einfacher, wenn ich diese authentische Marke einfach definiert habe. Das ist letzten Endes auch eine Identität und wir sorgen dafür, dass das von innen nach außen gelebt wird dann auch und kommuniziert wird, in der Regel mit einem Leitbild, also auch einer Visualisierung dieser Identität. Da sind auch Werte drin und aus diesen Werten leitet sich natürlich auch Verhalten ab. Und diese Werte sind ein guter Reflexionspunkt, um immer wieder ins Gespräch zu gehen mit den Mitarbeitenden. Wie können wir zum Beispiel diesen Wert noch besser leben? Oder wie hast du ihn in der vergangenen Woche erlebt? Und dann wird über den Wert gesprochen. Das ist viel einfacher, als wenn ich Aussagen treffen muss und von mir selbst berichten muss. Und damit entwickeln die Unternehmen gleichzeitig auch ihre Kultur weiter, ihre Unternehmenskultur. Also mir ist gerade so ein Bild vor meinem geistigen Auge geflimmert. Das klingt für mich so ein bisschen wie das Schiff. Das fährt zwar in Richtung auf den Wellen dieser Geschäftsumgebung und dann kommt ihr dazu und ihr seid dann quasi die Stabilisatoren. Also der Captain ist auf der Brücke, der sagt natürlich, wo das Schiff hinfährt. Aber ihr baut dann so ein bisschen die Tanks ein, die das ein bisschen weniger schaukeln lassen und etwas gerade in diese Richtung fahren kann. Ist es vielleicht so? Also wenn wir bei dem Bild bleiben, dann nehmen wir als erstes die Seekarte in die Hand und schauen, wo ist denn das Schiff gerade? Mhm. Und definieren dann, wo wollen wir denn hin? Mhm. Und wie kommen wir dorthin? Und erarbeiten diese Punkte alle raus mit der gesamten Mannschaft und dadurch ist dann auch ein Commitment da und wir haben ein authentisches Ziel, mit dem sich die meisten identifizieren können und dann geht es volle Kraft voraus mit dem Schiff, wenn wir dieses Bild benutzen wollen. Das setzt aber auch einen Chef voraus, der sagt, okay, ich will da mit der ganzen Mannschaft auf Deck und will mit euch das dann auch so tun. Ne? Ja. Das müsste man ja vorher auch geklärt haben wahrscheinlich sogar. Ne? Also oft passiert sowas im stillen Kämmerlein. Die zwei Geschäftsführer schließen sich mit einer Werbeagentur ein am Ende kommt dann was. So, wir sind jetzt genau, und wir wollen, juhu. Ja, genau. Und das ist dann oft sehr beliebt. Und wenig authentisch. Und wenn dann
zum Beispiel jemand zum Vorstellungsgespräch kommt mit diesem Bild, was nach außen dargestellt wurde und kommt ins Unternehmen rein und findet etwas ganz anderes vor, dann wird es schwierig. Ne? Und dann verliere ich auch die Top-Bewerber wieder, weil die merken das, wenn ihnen versucht wurde, einen Bären aufzubinden. Ja. Ja, also im besten Fall ja noch vor der Einstellung, im dümmsten Fall in der Probezeit. Ja. Und die gehen dann auch wieder. Insofern muss es authentisch sein aus unserer Sicht, wenn es effektiv und nachhaltig sein soll. Und was sind das für Bereiche? Also habt ihr euch da irgendwie spezialisiert? Gibt es ja auch Kollegen, die dann sagen, also wir machen nur den EDV-Bereich oder wir machen nur produzierendes Gewerbe oder nehmt ihr alles, weil ihr erstmal sowieso guckt auf der Seekarte, wo stehen wir gerade? Also was sind eure Kunden? Ja. Wir sind total neugierig, auch in neue Branchen zu gehen. Also wir haben natürlich einige Hotels und Hotelgesellschaften, mit denen wir zusammenarbeiten, gleichzeitig auch produzierendes Gewerbe, eine Großmetzgerei, Großbäckerei. Ich fahre diese Woche noch ins Sauerland. Dort ist eine familiengeführte Bäckereikette Vielhaber und mache mit denen einen Leitbildprozess, wo wir auch nächste Woche dann die Visualisierung schon haben. Und das sind in der Regel Arbeitgeber, die bereit sind, auch ein bisschen loszulassen und sich auf diesen Prozess einzulassen. Da gehört ja auch echt was dazu. Und wollen ein wirklich authentisches Ergebnis haben und auch dieses Commitment haben. Und kommen, ja, wie gesagt, aus allen möglichen Branchen. Da limitieren wir uns nicht, weil wir viel zu neugierig sind. Chef on Air. Heute mit zwei Chefs, mit Björn Wosnitzer und Christian Hensler, beide von New Works. Und wir haben gerade schon ein bisschen was gehört über, ja, welches die Firmen sind, teilweise zumindest so von der Art her, was man mitbringen muss. Und jetzt mal einfach die Frage, von wo bis wo geht das? Also ist das von den ganz Kleinen bis zum ganz Großen? Ist es nur der Mittelstand oder nehmt ihr nur die Großen? Was ist euer Zielgebiet? Also nicht nur von der Branche, sondern auch von der Größe. Auch da sind wir recht transparent und gut aufgestellt. Wir betreuen hauptsächlich den Mittelstand, also circa 250 Mitarbeitende im Unternehmen. Unser kleinster Kunde jedoch hat einen Mitarbeitenden. Oh. Und der größte 1 Million. Oh, okay. Eine Million gibt es ja nicht ganz so viele. Dürft ihr sagen, wer das ist? Leider nicht. Gleichzeitig, wenn man ins produzierende Gewerbe schaut, Richtung Lebensmittelherstellung, aha, in dem Bereich orientieren wir uns. Gut, also das heißt, einer von denen, wo man einkaufen kann, der wird von euch betreut und versorgt und weiß dank euch ein Stückchen besser, wo ihr hinfahrt. Das, was wir gerade gehört haben, ist ja etwas, was nicht in 3 Tagen gemacht ist. Also ich glaube, das ist schon eher so, wenn man euch ins Boot holt, um beim Bootbild zu bleiben, dass ihr nicht einfach so wie der Lotse kurz aufsteigt und dann gleich wieder weg seid, sondern ihr seid schon ein bisschen dabei, oder? Wir sind gerne auch etwas länger dabei. Also es ist auch durchaus so, dass die Kunden, die wir betreuen und auch einmalig betreuen, die wollen dann mehr und die wollen, dass wir an Bord bleiben. Okay, jetzt fiel ja eben auch schon Stichwort Facharbeiter oder generell Arbeitskräftemangel oder vielleicht auch der ein oder andere Bewerber, der gesucht wird. Wie ist es eigentlich bei euch? Seid ihr eine Zwei-Mann-Show oder seid ihr vielleicht noch auf der Suche oder wie sieht es bei euch aus? Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine kleine Boutique-Beratung zu bleiben, mhm, und arbeiten punktuell mit Freelancern zusammen, die auch unterschiedlichste Kompetenzen mitbringen, die wir auch gar nicht abdecken. Und so können unsere Kunden ihre Bedarfe aus einer Hand decken, mhm, und wir kümmern uns darum, dass sie zum Beispiel eine gute Resilienztrainerin haben, wenn das gerade das Thema ist, was sie bearbeiten wollen. Das heißt aber, wenn jetzt irgendjemand sagt, ah, okay, das, was ich da gerade gehört habe bei New Works, würde mir gefallen, wenn jetzt einer sagt, na, vielleicht passe ich bei denen noch auch ins Sortiment rein. Wie kommt man mit euch in Kontakt? Über unsere Webseite, über LinkedIn, über Instagram, telefonisch. Ein Brief schreiben, es ist alles möglich. Und jetzt darfst du einmal den Namen noch dazu sagen, damit man auch weiß, wie man da hinkommt, zum Beispiel, ja, von der Webseite. Ja, das ist www.new-works.de. Works mit X am Ende. Das ist wichtig. Genau, das Wortspiel New Works Works. Mhm. Und genau, dort sind wir empfangsbereit. Und habt auch noch, sagen wir mal, Bedarf an Kunden, weil wenn man das jetzt in einer Boutique, wie man das so schön sagt, das ist ja eher etwas kleiner aufgestellt, da will man ja keine Masse machen, sondern eher Klasse. Hättet ihr noch Bereiche frei für Kunden? Haben wir. Und es ist ja so, dass viele unserer Projekte eine lange Vorlaufzeit haben und
auch lange laufen, über mehrere Monate bis Jahre. Und insofern können wir auch immer wieder neue Kunden mit an Bord nehmen, ja. Und das Ganze aber auch, um das auch mal mit einzubauen, von wo aus, weil wir sind ja hier in Frankfurt. Seid ihr auch in Frankfurt? Wir leben beide in Frankfurt und haben unser Büro auch im Bankenviertel und sind gleichzeitig sehr viel unterwegs. Das geht von der Ostseeküste bis runter nach Südtirol. Diese komplette Dachregion haben wir unsere Kunden und reisen sehr, sehr viel. Dachregion genau. Kennt nicht jeder, vielleicht nochmal kurz für die, die es noch nicht wissen, was ist die Dachregion? Deutschland, Österreich, die Schweiz und bei uns kommt noch Südtirol dazu. Oh, Südtirol, sehr schön. Ach, das würde ich da würde ich sogar hinziehen. Ja, total unangenehm dort. Das ist ja furchtbar. Ganz, ganz schlimmes Arbeiten und Leben. Ja. Aber habt ihr dann auch immer noch so einen Frankfurt-Bezug? Und wie ist das, wenn du dann irgendwo da an der Ostsee gerade bist und dann wieder nach Hause kommst? Ist das schon auch dann wieder das Gefühl so, hier bin ich zu Hause? Ja, also gerade für mich als Zugezogenen 2018 bin ich nach Frankfurt gekommen und habe die Stadt lieben gelernt. Es ist für mich gefühlt Heimat und ich brauche auch meine Afterworks-Events hier in Frankfurt und die Skyline. Chef on Air mit Zweiergleich mit Bjarne Wossitzer und Christian Hensler von New Works. Also wir haben schon viel von euch gehört über Dinge, wie ihr sie macht. Und ganz wichtig, als Boutique-Beratung, wie ihr euch gerade selbst bezeichnet habt, das heißt, ihr seid eine kleine, kompakte Truppe. Dazu muss man natürlich auch agil sein. Und agil hast du mir hier auch auf meine Agenda geschrieben. Agilität ist so ein bisschen auch dein Steckenpferd, hast du mir gesagt. Ganz genau. Ich habe in den vergangenen Jahren in Projekten gearbeitet, in vielen agilen Projekten mit den verschiedensten Frameworks und habe festgestellt... Was sind denn agile Projekte? Agile Projekte sind hauptsächlich IT-Projekte, wo es darum geht, eine Webseite neu zu strukturieren, eine Software zu implementieren. Das kann dabei starten, wie soll die neue Drohne fliegen, die für die Bundespolizei eingesetzt wird, oder eine kleine Webseite für eine Arztpraxis. Also Softwareentwicklung, die agil sein darf und gleichzeitig nehme ich das Ganze auch als Trend wahr. Und in meinem Modell der Welt und in meiner Erfahrung scheitern einige agile Projekte, weil keine Unternehmenskultur besteht. Weil die agile Welt agiler ist als das Unternehmen eventuell? Gegebenenfalls, ja. Mhm. Und was machst du dann? Dann arbeiten wir erstmal an der Unternehmenskultur, erarbeiten, wer sind wir, wie wollen wir wirksam sein, was ist unser Ziel. Und dann lässt sich das auch sehr gut mit agilen Frameworks kombinieren. Muss man selbst auch ein Stück weit beweglich sein in sich und als Mensch, um das überhaupt hinzukriegen? Ja, also ich übersetze Agilität auch gerne mit schnell und flexibel auf Veränderungen reagieren. Wenn das privat und an der Person selbst funktional ist, dann geht das im Unternehmen auch viel charmanter. Kommen wir nochmal zu euch als Menschen. Das heißt, du bist auch so ein agiler Typ? Ich würde mich als einer bezeichnen, ja. Sagen das andere auch? Fangen wir mal mit dem an, was du dich als Mensch, fangen wir mal mit dir an, wo du gerade Mikro bist. Wer bist du? Bist du Familienmensch? Bist du Sportler? Hast du noch Zeit für Hobbys oder bist du ein reines Arbeitsnerd? Na, ich achte schon auf meine Work-Life-Balance und würde mich jetzt nicht als Arbeitsnerd bezeichnen. Gleichzeitig darf ich in meiner Position auch darauf achten, dass das Unternehmen läuft, weil das musst du? Ist alles klar. Im Einklang. Ist. Ich selbst bin Sportler und dadurch auch agil. Was machst du? Ich selbst spiele Basketball und boxe. Oh. Habe einen Hund, der mich in die Natur drängt, weshalb ich am Stadtrand, an der Stadtgrenze lebe und so auch der Weg in die Natur nicht ganz so weit ist. Was für ein Hund ist das? Ein Dobermann. Ui. Der will laufen, ne? Der will laufen, ganz genau. Und du noch zu Fuß mit oder mit dem Fahrrad? Ja, das funktioniert ohne Leine ganz gut. Der läuft die doppelte Strecke hin und zurück und powert sich aus. Von daher läuft das ganz gut. Okay, machst auch einen fitten Eindruck. Dann kommen wir mal zu deinem Kollegen, deinem Co-Chef. Wie sieht's bei dir aus? Was bist du für ein Mensch? Was bist du für ein Chef? Was bist du für eine Privatperson auch? Ich bin auch Hundebesitzer. Mhm. Die Frieda, ein... Welpe, 4 Monate alt. Oh, wie süß. Ein Shiba Inu, ja. Was ist ein Shiba Inu? Ein Shiba Inu ist eine japanische Rasse, kommt aus der Familie der Spitze. Aha. Und heißt übersetzt kleiner Hund. Ui. Und, klingt schon niedlich. Ja, wird so mittelgroß, also 40 Zentimeter hoch. Und die lebt jetzt seit 2 Monaten bei mir und hat mein Leben gut auf den Kopf gestellt. Mein Biorhythmus hat sich jetzt auch dem Hund angepasst. Mhm. Und wir sind auch viel draußen in der Natur.
Das ist auch ein sehr aktiver Hund. Die muss ausgepowert werden, sonst wird sie verhaltenskreativ. Oh. Und verhaltenskreativ. Schöner Begriff, muss ich mir merken. Schon gespeichert. Ja. Kommt eigentlich aus unseren Trainings, aber ist auch auf Hunde anzuwenden. Übernehme ich für meinen Sohn. Genau. Und ja, durch Frieda und den jetzt die erste Zeit mit ihr habe ich auch nochmal viele Learnings für meine Führungskräfte-Workshops gezogen. Mhm. Da lässt sich schon das eine oder andere übertragen. Wenn ein Hund nicht weiß, in welche Richtung ich gehen will zum Beispiel, dann wird es komisch und dann zeigt er das auch an. Das heißt, er braucht viel Führung und die gebe ich ihm und mittlerweile hat er mich als sein Herrchen akzeptiert. Und du hast ihm bestimmt schon miteinander. Und du hast ihm bestimmt schon auch erklärt, wo er hinpinkeln darf und nicht, ne? Ja, der ist, also sie ist tatsächlich stubenrein. Nein. Ja, es passiert mal ein Angstpipi, wenn der Staubsauger zu lange läuft. Ja, dann lass das doch mit dem langen Staubsaugen sein, meine Güte. Also wirklich, kann man sich auch aufregen. Genau. Aber ansonsten ist die stubenrein. Ja, das klappt gut. Dann glaube ich, dass wir hier zwei sehr, nicht nur agile, sondern auch sympathische Menschen haben. Danke. Denen Mann oder Frau, je nachdem, ob Führerin oder Führer in der jeweiligen Mannschaft, vielleicht auch dann zukünftige Dinge anvertrauen darf. Ich sage nochmal die Seite new-works.de. Ja, und euch beiden ganz viel Erfolg weiterhin und schön, dass ihr da wart. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.